Wir haben schon Wombat entdeckt. So Leute, wir sind gerade im Aldi und die haben mir gerade so eine Oktoberfestwochen. Es gibt sogar 1:1 die gleiche Apfelschorle, wie es bei uns in Deutschland auch gibt. Aber was mega geil ist, guck mal. Sauerkraut. Ey, ohne Scheiß, wenn wir Geld hätten, das Ding kostet $200. Ich glaube, dann hätten wir es uns echt geholt. Hätte man Nessa so neben uns richtigen Auto mit dem Porsche dran fahren kann. Ich meine, immerhin, guck mal. 4 km/h. Ich weiß noch, als Kind hatte ein Freund von mir so ein Auto. Ich war immer voll neidisch auf jeden, weil es einfach mega cool ist. Hello darkness, my old friend. So Leute, wir sind jetzt auf dem nächsten Campingplatz und guckt euch mal den Ausblick hier an. Wunderschön. Fast mal, wir sind schon in Neuseeland. Wunderschön! Ja. Alles klar, Digga! Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich liebe dich und vermisse dich. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Hey und willkommen hier zu einem neuen Tag. Wir sind heute im Wilson's Promontory National Park, beziehungsweise sind gestern da schon angekommen. Soll ein richtig, richtig schöner Nationalpark sein. Es ist so ein bisschen vergleichbar wie mit dem einen Nationalpark, wo wir es vor kurzem waren. Wie hieß der denn? Weißt du noch? Grampians? Nein, genau, Grampians. Und wir wandern heute wieder ein bisschen, lassen ein bisschen die Drohne fliegen. Hier hat man halt richtig schöne Strände teilweise. Also wir sind sehr gespannt. Unser Campingplatz ist auch brutal schön. Ich weiß nicht, ob ihr schon Bilder gesehen habt oder nicht. Wenn nicht, kriegt ihr sie noch im Vlog. Und ja, hoffen wir mal, dass es ein schöner Tag wird, dass es nicht regnet. Weil das sieht eigentlich ganz gut aus. So Leute, schaut mal, hier steht jetzt das genau an dem Weg, wo wir jetzt gerade sind, Buschfeuer 2009 war. Und jetzt schaut mal, wie sich innerhalb von 9 Jahren wieder alles komplett verändert hat und alles komplett grün wurde. Wahnsinn. Vanessa und ich sind jetzt wieder runtergewandert und wir sind jetzt fast am Ende vom Nationalpark angekommen. Hier ist auch nochmal so ein Campground in dem Park selber, aber der kostet die Nacht unpowered $60. Jetzt zahlen wir 38, also schon ein Unterschied. Aber was ich krass finde, ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Leute sind, beziehungsweise extrem viele Menschen. Also wir hatten den Nationalpark so in sich gar nicht so extrem auf dem Schirm. Aber ist echt Wahnsinn, hier sind richtig, richtig viele Leute, richtig riesig alles ausgebaut mit Visitor Center und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir nochmal kurz an den Strand. Had free revolutionary France listened to men like Turgot and backed them up, all would have gone well. But the beneficiaries of privilege, the Bourbon reactionaries, the short-sighted ultra-conservatives turned down Turgot and then found that instead of him they had obtained Robespierre. Wir haben schon Wombat entdeckt. Oh, mein Tag ist gerettet. Der sieht uns auch gar nicht, glaube ich. Oh, ist der riesig. Dein erstes Wombat. Unser erstes Wombat. Du bist sehr unruhig, gell? Wie fühlt es sich dann? Ganz normal, nicht so weit.